Hey, schön, dass du wieder da bist. Schön, dass du hier bist. Wir wollen heute über ein ganz wichtiges Thema reden und ich freue mich, wenn du den Weg jetzt zu diesem Video gefunden hast. Und erstmal grundsätzlich als Basislektüre, die ich dir über dieses Video hinaus und über alle anderen Videos, die jetzt mit diesem Thema Männlichkeit und Erfolg mit Frauen und wie beides Zusammenspiel zu tun hat, kann ich dir nur The Way of the Superior Man von David Deida empfehlen. Erster Link in der Beschreibung. Dieses Buch ist quasi ein Must-Read in meiner Welt sozusagen. Das ist das beste Buch in diesem gesamten Bereich, das ich empfehlen kann. Das trifft es wirklich fast 100% auf den Punkt. Das ist wirklich super. Lies es unbedingt und es wird dir enorm weiterhelfen. Die deutsche Variante ist genauso gut wie die englische. Oft empfehle ich die Originalsprachenvariante. Die deutsche ist sehr, sehr gut. Man kann auch gut die Audible-Version hören. Die höre ich immer regelmäßig. Die ist sehr gut vertont. Das klappt alles wunderbar und deswegen sehr zu empfehlen. Und heute will ich mal mit dir ein bisschen tiefer in dieses Thema einsteigen. Und ja, das wird jetzt ein bisschen Aufmerksamkeit von dir erfordern. Das heißt, das ist jetzt kein, du kannst es nebenbei beim Zocken oder Netflix gucken Video. Darum geht es jetzt nicht. Du solltest ein bisschen aufpassen, solltest ein bisschen deinen Verstand einschalten, denn das hier ist ein ganz wichtiges Thema, auch ein relativ komplexes Thema. Aber wenn du wirklich erfahren willst, was die meisten Leute davon abhält, Erfolg mit Frauen zu haben oder was vielleicht dich auch noch hindert oder was dich daran hindert, aufs nächste Level zu kommen, dann will ich dir heute erklären, woran es höchstwahrscheinlich liegt. Denn es hat mit diesem Männlichkeitsthema zu tun. Und Männlichkeit, das ist ja erstmal ein ganz großer Begriff, da kann man ja tausend Sachen unter verstehen. Worüber wir heute speziell reden wollen, und ich habe das im letzten Video schon so ein bisschen angeteased, ist, eine Aufgabe zu haben als Mann, deine Aufgabe als Mann. Wir haben im letzten Video darüber gesprochen, indem wir darüber geredet haben, nicht zu sehr auf die Frau fokussiert zu sein, und wir wollen das Ganze jetzt heute einmal alles so ein bisschen zusammenbringen, denn es ist gar nicht so einfach in der Gesamtheit zu verstehen, aber wenn man es verstanden hat, auch nicht sehr kompliziert. Also, worum geht es jetzt hier überhaupt, um nochmal kurz anzufangen an einem Punkt, wo wir letztes Mal quasi aufgehört haben. Ne? Es geht darum, wenn du zu viel Fokus auf die Frau legst, dann wird das irgendwann zu Problemen führen, wird das zu Problemen in deiner Beziehung mit ihr führen, egal ob lang- oder kurzfristig, und kann eben dafür sorgen, dass du in eine Abhängigkeit gerätst, dass du sie auf den Podest stellst und dass dann die Anziehung verloren geht, dass die ganze Beziehung verloren geht. Und das Grundproblem hierbei ist nicht, dass irgendwie die Anziehung zur Frau verloren geht, sondern das Grundproblem hierbei ist, dass in deiner Entwicklung zum Mann noch ein wichtiger Schritt fehlt. Und der fehlt ganz vielen Männern. Und deswegen haben ganz viele Männer letztendlich dieses Problem. Ich will das Ganze mit einer kleinen Geschichte einleiten, um es dir deutlicher zu machen aus meiner eigenen Vergangenheit. Als ich damals mit meiner Freundin in Berlin zusammen war oder zusammengekommen bin, war es so, am Anfang der Beziehung war alles wunderbar, die Anziehung war auch sehr hoch von ihrer Seite aus, was auch daran gelegen hat, und ich sage hier auch, weil es natürlich auch andere Faktoren gibt, die wir jetzt hier nicht besprechen wollen, aber was auch daran gelegen hat, dass ich zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr genau wusste, was mein Weg ist und sehr aufgabenfokussiert war. Ich wusste, okay, Coaching, das wird mein Ding, ich möchte das aufbauen, ich möchte Männern helfen, ich möchte Männer dazu motivieren, auch auf der Straße Frauen anzusprechen, so. Das war, also da habe ich wirklich für gebrannt. Nicht, also viel mehr für gebrannt, als ich das aktuell tue. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, da komme ich dann nochmal drauf. Aber ich habe extrem dafür gebrannt. Das war meine absolute Leidenschaft. Das war absolut der Weg und mein Ziel und meine Aufgabe. Das war meine Aufgabe als Mann. Das war Priorität Nummer 1. Und das hat eben dafür gesorgt, dass ja, meine Freundin immer den richtigen Stellenwert in meinem Leben gehabt hat zu der Zeit. Nämlich nicht den allerwichtigsten, nicht den absoluten Fokuspunkt. Und ich will das nicht falsch formulieren, weil man sollte das nicht falsch verstehen. Wenn ich sage, sie sollte nicht den wichtigsten Platz haben, dann meine ich damit nicht, du sollst sie schlecht behandeln. Und ich habe mein Share auf schlechte Behandlung auf jeden Fall gemacht in der Vergangenheit. Und das ist ein anderer Punkt. Das ist aber nicht das, was du tun solltest. Was ich damit nur meine ist, natürlich solltest du deine Freundin lieben. Du solltest deine Freundin, es ist deine Frau, kümmere dich gut um sie. Es ist absolut klar, ihr seid ein Team, ihr seid eine Partnerschaft, ihr seid Partner. Ja? Investiere viel Zeit, viel Geduld, viel Liebe da rein. Das ist alles hoffentlich klar. Das ist nicht das, was ich hier sage. Aber was ich hier sage ist, dass darüber hinaus es etwas in deinem Leben geben muss, eine Aufgabe, der du folgst. Du brauchst eine Aufgabe als Mann. Und ganz, ganz wichtig hierbei ist, ich meine jetzt nicht eine Aufgabe im Sinne von das, was eigentlich 99% der Männer da draußen haben, nämlich die Aufgabe, irgendwie Geld zu verdienen, um zu überleben. Das ist keine Aufgabe, das ist Geld zu verdienen, um zu überleben. Das ist was anderes. Oder Geld verdienen, um sicher zu sein. Das ist keine Aufgabe, das ist was anderes. Das ist einfach nur Sicherheit und Geld verdienen und sozusagen ein Must. Das muss man machen. Und das machen 99% der Männer ja auch da draußen. Trotzdem fehlt ihnen dieses, was Frauen immer als, oh, er ist ein echter Mann, bezeichnen. Und das hat unter anderem damit zu tun, dass ein Mann eine richtige Aufgabe hat. Und wir werden eben gleich noch genau darauf eingehen. Ne, also ich hatte, wie gesagt, in diesem Moment eine Aufgabe und das war toll und das hat alles gut funktioniert. Und tatsächlich war es so, hat natürlich auch mit anderen Gründen zu tun. Ne, also ich will jetzt nicht sagen, das war der einzige Punkt,
Aber es ist einen großen Einfluss darauf gehabt, dass ich irgendwann so ein bisschen den Fokus auf diese Aufgabe verloren habe. Irgendwann habe ich ein bisschen die Angst in mein Leben gelassen, mich ein bisschen mehr von der Angst regieren lassen. Und dann ist mir ein bisschen meine Aufgabe verloren gegangen. Und ab dem Zeitpunkt lief es auch schlechter in der Beziehung. Ab dem Zeitpunkt hatte ich einen ungesunden Fokus auf die Frau, auf die Beziehung. Und das ist der Punkt, den ich eigentlich machen will. Ohne eine Aufgabe im Leben als Mann hast du einen ungesunden Fokus auf die Frau. Und das funktioniert tatsächlich auch, wenn du eine Arbeitsstelle hast, ne? Eben schon erklärt, du hast eine Arbeitsstelle, gehst dahin, um Geld zu verdienen und denkst dir, okay, das passt ja jetzt, jetzt habe ich ja keinen ungesunden Fokus. Aber das stimmt im Grunde nicht, weil wenn du nur zur Arbeit gehst, um Geld zu verdienen, dann erfüllt die Arbeit dich nicht auf einem internen Level. Es ist ja nicht deine Aufgabe, es ist nicht deine Bestimmung, nicht deine Berufung, sondern nur ein Beruf. Eine Berufung bedeutet, du bist dazu berufen, das zu tun, von Gott, von deinem Schöpfer, von was auch immer du jetzt hier bei X, Gott, Schöpfer einsetzen willst. Du bist berufen, das zu tun. Das ist deine Berufung, nicht nur ein Beruf, wo du nur Geld verdienst. Denn wenn du nur Geld verdienst, dann wirst du über deinen Beruf heraus immer weiter nach der Sache suchen, die dich erfüllt. Und wo wirst du sie dann wahrscheinlich suchen? In deiner Beziehung zu der Frau. Und deswegen funktioniert das nicht. Deswegen reicht es nicht, einen Job zu haben, obwohl das natürlich eine gute Grundvoraussetzung ist, um überleben zu können, offensichtlich. Aber das ist nicht der Punkt, denn wenn du nur Geld verdienst, dann musst du trotzdem woanders gucken und das machst du meistens bei der Frau in der Beziehung. Und das ist das Problem, von dem ich hier spreche. Was musst du also tun? Du brauchst eine Aufgabe im Leben. Und ich gebe dir jetzt einfach nur mal ein paar Beispiele. Also das sind Leute, die mir jetzt ganz, ganz spontan einfallen. Nehmen wir mal Martin Luther King. So. Seine Aufgabe war, für eine bessere Position, bessere Stellung der afroamerikanischen Leute in der amerikanischen Gesellschaft zu sorgen. Das war seine Aufgabe. Das war nichts, was er einfach nur als Beruf gemacht hat, um Geld zu verdienen. Ich weiß, das war jetzt nur ein spontanes Beispiel. Ich weiß nicht, ob er damit Geld verdient hat. Ich vermute mal, dass er irgendwie damit Geld verdient hat. Sponsoring, was auch immer, aber irrelevant. Der Mann hat das auf jeden Fall nicht gemacht, um Geld zu verdienen, sondern der Mann hat es gemacht, weil er das machen wollte, weil das war ein Herzenswunsch von ihm. Das musste er machen. Das war einfach seine Berufung. Dazu wurde er berufen. Und du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, dass wenn du so eine Berufung hast, wie zum Beispiel Martin Luther King oder meinetwegen wie Mahatma Gandhi oder wie Nelson Mandela. Du kannst ganz viele Leute rausnehmen, ganz viele große Leute aus der Geschichte, die eben eine Berufung hatten. Du kannst auch berühmte Mathematiker nehmen, berühmte Chemiker, berühmte Wissenschaftler, die eben sich dazu berufen gefühlt haben, auf ihrem Gebiet zu forschen und neue Entdeckungen zu machen. Und das ist eine Berufung. Und du kannst dir vielleicht vorstellen, und sicherlich hat jeder von uns schon mal solche Aspekte in seinem Leben gehabt. Das sind einfach Dinge, die du gerne tust, zu denen du dich hingezogen fühlst und wo du das Gefühl hast, ja, da gehöre ich hin, das möchte ich tun, das muss ich tun und hier kann ich vielleicht auch einen Beitrag leisten für die Gesellschaft, für das Gesamte, also für alle anderen Menschen sozusagen. Denn natürlich, wenn du dich für beispielsweise die Rechte der Schwarzen in Amerika einsetzt, dann trägst du natürlich, dann gibst du einen Beitrag anderen Leuten, du hilfst anderen Leuten. Dieses anderen Leuten helfen ist keine Grundvoraussetzung, aber es ist eben oft dabei. Die anderen Beispiele, die ich hier genannt habe, zählen eben auch. Ne? Ob du jetzt Wissenschaftler bist und was Neues entdeckst oder ob du Menschenrechtler bist, wie die anderen Personen, die ich genannt habe. Du kannst natürlich auch noch 1000 andere Beispiele finden. Ich wollte nur, dass es klar wird. Das ist eine Aufgabe, das ist eine wahre Berufung. Und jetzt kannst du dir vielleicht vorstellen, wenn du dich mal zurückerinnerst, wo du solche Momente hattest von Berufung, denn ich glaube, jeder von uns hatte schon mal solche Momente. Jeder von uns weiß vielleicht grob, in welche Richtung das bei ihm gehen könnte. Und es muss nichts mit Geldverdienen zu tun haben. Es ist natürlich schön, wenn diese beiden Sachen sich vereinen, aber es muss damit nichts zu tun haben. Du kannst einen normalen Job haben, mit dem du Geld verdienst, um dich eben, ja, um dich zu ernähren oder deine Familie zu ernähren oder eine Familie hast. Kannst aber gleichzeitig auch deiner Berufung folgen. Das muss sich nicht ausschließen. Es muss nicht zusammen sein, aber es kann natürlich gerne zusammen sein. Und du kannst dir vielleicht vorstellen, dass wenn du so eine Berufung hast, etwas, was dich antreibt, etwas, was dich, wie man so klischeehaft sagt, morgens aufstehen lässt und du weißt, wofür du aufstehst, dann kannst du dir vielleicht vorstellen, dass die Frau nicht mehr die oberste, beziehungsweise ich sage jetzt nicht oberste, weil das falsch verstanden werden kann, sondern die ungesunde Priorität in deinem Leben ist. Denn dann ist die Priorität in deinem Leben etwas anderes. Und glaub mir, wenn ich dir Folgendes sage, Frauen wollen, dass du eine oberste Priorität in deinem Leben hast. Natürlich wollen Frauen von dir geliebt werden, sie wollen Zeit von dir bekommen, sie wollen von dir gut behandelt werden, sie wollen eben diesen starken Mann an ihrer Seite haben. Und starker Mann bedeutet in diesem Fall ein Mann, der etwas bewegt in der Welt, der eine Berufung hat, eine Aufgabe. Na, du siehst, wie wir den Kreis sozusagen schließen. Und dann kann es gar nicht zu solchen Sachen kommen wie Onatus.
Na, wer das jetzt nicht kennt, das ist ein Begriff aus der Pickup-Community, der einfach besagt, oh, du bist richtig ungesund auf eine Frau fixiert. Das kann gar nicht sein. Und das ist das Problem, was ich damals hatte, wo ich mit dieser ganzen Sache angefangen hatte. Ich hatte eben keine Aufgabe, ganz am Anfang. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt in dieses Frauenthema gehe oder wenn ich viele Frauen kennenlerne, vielleicht mit vielen Frauen schlafe, dann wird mich das erfüllen. Dann wird das quasi dieses, ich sag mal, Loch füllen, was man da immer gespürt hat. Und das klappt bestimmt. Natürlich klappt das nicht. Das klappt genauso wenig mit Geld. Du kannst jetzt Millionär werden, na, du kannst ganz, ganz reich werden. Das ist natürlich schon gut und kannst ja auch alles machen. Aber es ist ja keine Aufgabe, ne, sich vorzunehmen, jetzt finanziell unabhängig zu sein, wie das viele Leute heutzutage machen, was ja auch eine schöne Sache ist. Das ist keine Aufgabe. Das ist höchstens ein Vorhaben, würde ich sagen. Aber es ist nicht das, was dich internal antreibt, nicht das, was dich, ja, wozu du dich berufen fühlen kannst. Ne? Du wirst dich nicht dazu berufen fühlen, der reichste Mann der Welt zu sein. Das ist keine richtige Berufung. Das trifft es eben nicht ganz. Aber das ist trotzdem das, was 99% der Leute da draußen machen. 99% der Leute da draußen jagen dem Geld hinterher, den Frauen hinterher. Oder, und das ist natürlich auch so eine Sache, lenken sich dann einfach ab. Du kannst dich ablenken davon. Also du kannst quasi, und das sagt David Date auch in seinem Buch, deswegen ganz starke Empfehlung für dieses Buch, du kannst eben dich immer wieder betäuben, um nicht an diesen Punkt zu kommen, dass du merkst, oh Scheiße, ich weiß gar nicht, was meine Aufgabe ist. Da zu sitzen und zu merken, dass du nicht weißt, was deine Aufgabe ist, ist ein schmerzhafter Prozess. Das tut weh, das ist unangenehm. Das könntest du zum Beispiel in einer Meditation spüren. Als ich in diesem 10-Tage-Meditationsrückzug Vipassana war, war das eben auch so, dass das sind so Sachen, denen kannst du dann nicht entkommen, wenn du keine Ablenkung hast. Aber natürlich sind Ablenkungen überall um uns herum und das ist das Problem mit vielen von diesen Sachen, wie zum Beispiel Netflix, Amazon Prime, you name it. Dass eben als Ablenkung dienen und sie lenken uns davon ab, an den Punkt zu kommen, dass wir spüren, oh Scheiße, uns ist unsere Aufgabe gar nicht so richtig bewusst. Das ist das eigentliche Problem und hier kommen nämlich diese beiden Punkte zusammen. Hier kommt Männlichkeit und Erfolg mit Frauen zusammen. Und natürlich kannst du, und das hatte ich auch damals, kurzzeitigen Erfolg mit Frauen haben, wenn du dich einfach nur auf Frauen fokussierst. Also wenn du einfach nur sagst, okay, ich gehe jetzt 1000 Frauen ansprechen, ich kümmere mich um nichts anderes, sondern nur das Thema Frauen, nehmen wir mal an, das habe ich früher in der Art und Weise gemacht. Das kann natürlich funktionieren und ich hatte viele Frauen, mit denen ich was hatte und auch kürzere, längere Beziehungen. Aber was du eben nicht schaffen kannst, ist, du kannst damit nicht diese Erfüllung finden, die du eigentlich suchst. Du kannst damit nicht deine Aufgabe ersetzen, die du vielleicht noch nicht gefunden hast. Und vor allem wirst du Probleme kriegen in langfristigen Beziehungen, weil du einfach den falschen Fokus hast. Da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Je länger die Beziehung wird, desto offensichtlicher wird es, dass dein Fokus falsch ist und desto mehr Probleme wirst du bekommen aufgrund deines falschen Fokuses. Und wenn du diese Aufgabe hast, dann besteht eben nicht die Gefahr, dass du falsch fokussiert bist. Dann bist du eben auf deine Aufgabe fokussiert. Und wie man die Aufgabe finden kann und was es da für Stolpersteine gibt, da möchte ich im nächsten Video, das hier dann anknüpft, drüber reden, weil ansonsten wird es zu lang. Ich möchte, dass du erstmal in diesem Video verstehst, wie diese Sachen zusammenhängen. Deswegen ist es so wichtig. Das ist der eigentliche Sinn dieses Spruches. Die Frau darf niemals die oberste Priorität sein. Und das ist vielleicht ein bisschen blöd ausgedrückt, der Spruch, weil es nicht ganz das trifft. Und weil es dafür sorgen kann, dass du das Gefühl kriegst, okay, ich darf meine Frau nicht, die darf nicht wichtig für mich sein. Das ist nicht der Punkt. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Und ich habe das damals auch falsch verstanden, auch aufgrund dieses Satzes zum Teil. Wenn du eine Frau in deinem Leben hast, dann behandle sie wie deine Königin. Dann ist sie deine Königin, wenn sie Teil deines Lebens ist. Ich rede jetzt natürlich von einer Frau, die du zu deiner Königin machst. Es muss keine feste Beziehung sein, es kann auch eine offene Beziehung sein. Das war bei mir damals auch so. Sie ist dann deine Königin, behandle sie wie deine Königin, das ist ganz klar. Und ich meine nicht Königin im Sinne von, oh, du bist der wertlose Hofnarr, lass dir alles von dir gefallen, sondern sei mit ihr, sei liebevoll, sei aufmerksam. Und sei offensichtlich ein guter Partner, so wie sie hoffentlich eine gute Partnerin ist. Nur was ich sagen will ist, und das ist wirklich das, was bei 99% der Männer nicht funktioniert, ist, die meisten Leute haben einfach keine Aufgabe und haben auch keinen Plan davon, was ihre Aufgabe sein könnte. Und das hat damit zu tun, was du als Geschenk bekommen hast, ich sag mal vom Schöpfer, was deine Fertigkeiten sind, was deine Fähigkeiten sind, wozu du so ein bisschen berufen wurdest. Und wie man an diesen Punkt kommen kann, wie man dann näher dran kommen kann an die Berufung, an seine Aufgabe, wie man das rausfinden kann, da wollen wir eben im nächsten Video drüber sprechen. Aber nur, dass du mal diesen Zusammenhang verstanden hast, denn der ist ganz essentiell, ganz Kernzusammenhang, um das eben zu verstehen.
Ich hoffe, das war soweit klar und ist soweit klar geworden. Wenn nicht, schreibt mir gerne in die Kommentare und ich kläre das dann, beantworte da eure Fragen. Wie gesagt, im nächsten Video werden wir uns anschauen, wie finde ich denn jetzt meine Aufgabe oder meine Berufung, wie kann ich dem Ganzen denn näher kommen, und das ist nicht einfach, das ist schwierig und deswegen macht es eben auch keiner. Und ich kann das absolut nachvollziehen. Es ist auch für mich schwierig. Es ist einfach schwierig und es bleibt auch schwierig. Es ist auch nicht einfach. Aber da wollen wir im nächsten Video drüber sprechen. Ich hoffe, dass du hier warst. Abonniere gerne den Channel, wenn dir das Video gefallen hat. Ansonsten erste Link in der Beschreibung. Pflichtlektüre eigentlich für diesen Channel, wenn du hier schaust regelmäßig, liest dieses verdammte Buch. Es ist auch in meinen Top 10 Büchern irgendwo ganz oben dabei. Ist, glaube ich, sogar Nummer 1 oder 2, 3. Schön, dass du dabei warst. Wir sehen uns die nächsten Tage wieder. Bis dahin. Ciao.